Ja, heute mal ein kleines Schraubervideo von mir. Ich habe jetzt endlich einen Anlasser gekauft für meinen BMW-Motor, der 321, 326, 327, 329, BMW 340 eingebaut war oder ist. Und ja, ich habe auf 12 Volt umgerüstet und der alte Anlasser mit 6 Volt, der ist natürlich mit einem Wahnsinnstempo in den Starterkranz gejagt, dass er meistens den Zahn gar nicht erwischt hat und durchgedreht hat. Dann habe ich meinen Originalanlasser mit einem 12 Volt Magnetschalter ausrüsten lassen. Das war schon eine deutliche Verbesserung, aber immer noch nicht das Wahre. Und jetzt habe ich mir von Peter Spezialmontagen aus Eisenach diesen umgerüsteten 12 Volt BMW-Anlasser gekauft. Und ich muss euch sagen, erstmal der Einbau ist ja innerhalb von 10 Minuten gemacht. Das sind ja nur die drei Schrauben da zu lösen, also zwei Bolzen einmal für den Anlasser am Motor und dann die eine Schraube, wo dann das große, starke Stromkabel rankommt. Das ist hier unten. Ja, das ist die Zuführung von der Batterie und das ist hier der Anschluss für den Magnetschalter zum Aufstecken. Ganz einfach, diese Schrauben hier müssen gelöst werden oder Muttern hier oben und da unten genau das gleiche. Ist in 10 Minuten gemacht, dann kann man den Anlasser 1 zu 1 tauschen. Ja, ist eine deutliche, deutliche Verbesserung und ja, nun spurt er sanft ein und dreht vernünftig durch und geht ratzfatz. Und hier zeige ich euch nochmal den, der eingebaut war, der Originalanlasser. Ja, ist kaum ein Unterschied. Der ist hier, der Original ist ein klein wenig mächtiger im Durchmesser, aber ansonsten bleibt das ziemlich gleich. Ja, ich will euch mal zeigen, wie das denn nachher aussieht. Nach der langen Standzeit werden wir mal ein bisschen vorpumpen, den Sprit aus dem Tank in die Vergaser oben rein. Dafür haben wir Vorkriegsfahrer ja die Handbetätigung an der Benzinpumpe. So, Vergaser, Schwimmerkammern sind voll. So, dann wollen wir die Zündung mal einschalten und den Startknopf tätigen. Einmal frei. Ja, vielen Dank an PSM, Peter Spezialmontagen in Eisenach.